Ja, Frau Präsidentin, ich glaube, dass hier die Koalition versucht, etwas kleinzureden, was am letzten Wochenende passiert ist. Und zwar hat die Bundeskanzlerin am Samstag ihr Wort gebrochen. Die Bundeskanzlerin hat im Jahr 2012 gesagt, ich möchte Griechenland im Euro halten. Die Bundeskanzlerin hat hier verantwortet, dass wir Euro-Rettungspakete beschließen, in denen wir ins Risiko gehen mit unserem deutschen Bundeshaushalt dafür, dass Griechenland im Euro bleibt und nicht defaultet. Dieses Versprechen, dieses Wort ist nicht alleine von Alexis Tsipras oder von irgendwelchen Herrn Gysi, sondern ist das Wort von Angela Merkel gewesen, was an diesem Wochenende gebrochen wurde. Und das versuchen Sie hier kleinzureden. Das wichtigste Kapital der Euro-Rettung ist, so wie der europäischen Einigung, der politische Wille und vielleicht inzwischen auch der Ton. Frau Merkel hat gesagt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und ich habe immer im Ausland gesagt, auf den Willen Deutschlands, dass der Euro bestehen bleibt, kann man sich verlassen. Und das, was Sie an diesem Wochenende geschafft haben, ist, dass das nicht mehr so glaubwürdig ist. Dass Deutschland entschlossen dafür einsteht, dass der Euro, so wie er ist, bestehen bleibt. Das ist die Zeitenwende, die Sie hier kleinreden. Und es gibt Argumente, die man führen kann. Ich glaube, dass Herr Schäuble nicht dumm ist. Ich glaube, dass der Vorschlag von Herrn Schäuble, der gebilligt wurde von der Koalition, klar war. Und darum hören Sie sich das von uns an. Wenn Sie diesen parteipolitischen Konsens der letzten 60 Jahre in Deutschland verlassen, dass Europa immer, immer weitergeht, immer enger zusammen, aus einer anderen europapolitischen Überzeugung vielleicht, wenn Sie dieses Boot verlassen, werden wir als Bündnis 90 Die Grünen alle gemeinsam an Bord bleiben und weiterhin für das gemeinsame Europa einstehen. Danke sehr. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat jetzt Axel Schäfer das Wort.